Hallo und herzlich willkommen, Leute. Heute zeige ich euch mal, wie man eine Brücke aus ganz simplen Teilen bauen kann. Und zwar eine Technikbrücke. Die wird ein bisschen simpel auch aussehen anhand der Beschaffenheit der Technikbricks, aber ist jetzt auch kein Riesenproblem. Sie ist trotzdem sehr gut und einfach zu bauen, weil die Teile alle sehr günstig sind und die habt ihr alle zu Hause liegen. Also es ist echt nichts Weltbewegendes, was man da an Teilen braucht. Und dafür ist das Ergebnis aber cool. Und hier sehen wir schon, das sind nämlich die Schienen. Und das sind ganz normale Standard-Lego-Schienen. Die habt ihr entweder zu Hause oder die kosten auch nicht viel. Oder von anderen Herstellern, muss nicht von Lego sein, ist total egal. Die sind auf jeden Fall echt super und mehr brauchen wir nicht. So, Moment, Schärfe. Das hier sind dann diese Holzfliesen. Die könnt ihr euch denken, wo die hingehören. Die werden dann auf die Schienen kommen für einfach nur eine schönere Optik der Schiene, damit die nicht so langweilig aussieht. Das hier. Ganz normale, graue, dunkelgraue Zweierplatten. Damit wir noch ein paar Lücken füllen können. Ja. Als nächstes haben wir hier die Dreierfliesen, auch in dem gleichen Grauton. Moment, Schärfe. So. Und die werden wir auch aus optischen Gründen einfach nur drauf. Das heißt, die müsst ihr nicht mal haben, aber hier nochmal in einer anderen Länge. Aber es ist gut, sie zu haben, dann kann man es halt ein bisschen schöner machen. Weil ihr werdet verstehen am Ende, dass die Brücke zwar ganz nett ist, aber durchaus auch mehr Verzierung und Verkleidung vertragen könnte. Deswegen haben wir hier auch noch diese hellgrauen Fliesen als Achter. Und die dunkelgraue Plate. Davon brauchen wir auch noch ein paar, um die Schiene von der Spur her zu verbreitern. Also nicht die Spur, aber halt an der Seite. Deswegen auch nochmal die hellen. Wir müssen das ganze Ding halt etwas verbreitern, damit das auch mehr wie eine Brücke aussieht und nicht nur wie eine ein Stück Schiene mit Verkleidung. So. Genau. Habt ihr alles zu Hause, alles easy. Dann gibt's nur noch hier die Technik-Bricks. Und zwar die langen. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Noppen, ne? Aber es sind zu viele. Also es sind halt einfach die längsten von diesen Technik-Bricks. Die habt ihr wahrscheinlich auch von alten Technik-Sets oder so zu Hause. Und ansonsten sind sie auch nicht billig. Entschuldigung, sind natürlich nicht teuer. Das gleiche brauchen wir auch nochmal in etwas kleiner. So, genau. Also wir brauchen ein paar verschiedene Größen. Ihr werdet sehen, warum. Übrigens liegt hier genau die Anzahl auf dem Tisch von den Teilen. Hier ist auch nochmal. Ach so, die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Seht ihr hier? Moment, so. Das sind nochmal die etwas neueren Technik-Bricks. Die brauchen wir auch. Die werden die Enden darstellen. Und natürlich der ganze Kleinkram, ne? Also hier ist ja alles an Stangen, Verbindern, schwarze Pins, ja, so Eckverbinder. So, ja, also das sind, glaube ich, die Zehnerlänge, müssten wir mal gucken. Also die normalen schwarzen Technikstangen habt ihr auch bestimmt alles rumliegen. Dann hier diese Verbinder für die Technikstangen, die sind auch sehr wichtig für später, für das Gestell. Und schwarze Pins natürlich. Ja, schöne Geschichte. Dann haben wir noch diese, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Eckverbinder. Die Pin auf Stange adaptieren dann quasi über Eck. Und hier diese, die langen, hellen Pins. Die sind bei Lego sonst ursprünglich, glaube ich, blau oder so. Oder beige. Naja, wie auch immer. Das wäre es erstmal an Teilen. Mit den Teilen kriegen wir jetzt eine Brücke gebaut. Und da würde ich sagen, viel Spaß mit dem Speedbuild. Und wir hören uns nochmal beim Endergebnis. Bis gleich.
Ja, das ist jetzt die fertige Brücke und wie ihr sehen könnt, ist es jetzt nicht das spektakulärste aller Zeiten, aber immerhin ist es natürlich eine brauchbare Brücke, die auch jetzt nicht ganz so scheiße aussieht. Es ist immerhin ein Basic, was man mit einfachen Teilen bauen kann, um irgendwie eine schöne Optik im Hintergrund noch zu haben. Oder wenn es einfach nur als Mittel zum Zweck gelten soll, wenn zum Beispiel hier so ein SD-Kfz drüber fahren soll oder irgendein kleinerer, leichter Panzer, das passt alles. Natürlich kann man es auch integrieren in seine Eisenbahn, weil es ist ja immerhin eine Eisenbahnbrücke. Ja, aber im Großen und Ganzen ist mir schon klar, dass das jetzt nicht das schönste Objekt aller Zeiten ist, aber natürlich kann man es auch aufwerten mit diversen Fliesen oder sonstigen Verkleidungen, um es noch schöner zu machen, aber das ist so dieses Grundgerüst, womit man arbeiten kann und das ist mit den einfachsten Teilen, die jeder zu Hause hat, ganz simpel zu lösen und deswegen finde ich das Ganze auch eigentlich ziemlich sinnvoll und wollte es euch deshalb mal zeigen. Und das war's dann jetzt auch schon mit diesem Video und ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr es nachbauen wollt. Tutorial ist ja quasi im Speedbuild komplett mit drin. Ja, und dann wünsche ich euch noch eine schöne, angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.